haben wir hier stehen? Den Rainer Gottwald, auch The Brain genannt, der Organisator hier von der Alles oder Nichts G-Man Fight Night. Hallo Rainer erstmal, wie geht's dir? Hi Britta, mir geht's eigentlich sehr gut. Für das, dass ich die letzten 4 Tage 2 Stunden geschlafen habe, insgesamt war das echt super. Ich schlafe jetzt eigentlich schon irgendwie, ich fühle mich wie schwebend, aber der Adrenalinstoß jetzt beim letzten Kampf von Ali, der war doch so immens, dass ich es zumindest noch bis ins Bett schaffen werde. Aber dann bin ich die nächsten 24 Stunden nicht erreichbar, dann immer für liebe Gott. Das hast du dir auf jeden Fall auch verdient, war echt ein Mega-Event, wie immer bei dir. Wie lief denn so die Orga? Ist ja immer so sehr interessant, wie das immer alles läuft. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen, echt immer. Mit dem Team, das ich habe, das ist echt super. Und ich muss ja sagen, 90% von der ganzen Truppe arbeiten einfach nur ehrenamtlich mit uns. Aus dem Verein, aus dem Bulldog-Gym, hier von Angelwaldi. Die kommen, helfen mit, sind dankbar für Essen und Trinken. Und obwohl es manchmal gar kein Essen und Trinken gibt für die Jungs. Also ich finde es echt phänomenal, was für tolle Menschen es gibt, die uns hier helfen, dass wir das realisieren. Und ja, die genießen halt auch jetzt den Gewinn und sind auch Fans von unseren ganzen Sportlern. Und sind auch Fans von unserer sozialen Aktivität. Und weil da schon mitgegeben, wir haben über 13.000 Euro zusammengeklaubt wieder. Und mega. Verkauft, Handschuhen verkauft fürs Hospiz Elias, für unser Kinderheim. Genial. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch, dass sie alle zu dir kommen, weil du eben auch sehr sozial bist. Eine sehr große soziale Ader hast, eben auch, wie du eben gesagt hast, das Hospiz Elias, gehen ja zugunsten die ganzen Spenden hin. Wie kamst du auf das Hospiz? Man ist ja jetzt, die sind jetzt das zweite Mal dabei, aber wie kamst du denn auf dieses Hospiz? Ja gut, wir veranstalten ja das nicht nur hier in Ludwigshafen, wir veranstalten das seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Und wir haben immer einen sozialen Grund gesucht, was machen wir, soziale Föderation. Einmal haben wir ein Kinderheim, einmal haben wir hier speziell wirklich arme Menschen, einmal war ein krebskrankes Mädchen. Aber wir haben gesagt, man kann ja nicht immer einzelne Leute glücklich machen. Also haben wir gesagt, das machen wir immer vor Ort und das sind viele Menschen, die Hospize. In Karlsruhe ist es der Förderverein der onkologischen Kinderkrebshilfe, FUOK. Und da sind wir jetzt einfach seit Jahren treu. An meinem Geburtstag mache ich immer mein ganzes Geburtstagsgeld an das Hospiz hier Sternenbrücke in Hamburg. Das mache ich immer nur an meinem Geburtstag. In Offenbach haben wir das Hospiz der Malteser. Und hier ist es das Hospiz Elias. Und so ist es einfach nur. In jeder Stadt suchen wir uns unsere soziale Einrichtung. Und die wird unterstützen, da sind wir treu. Weil man kann alles unterstützen, habe ich festgestellt, man muss eins richtig machen und dann ist es auch gut. Das definitiv, ist auf jeden Fall wirklich super mega. Und kommen wir aber jetzt mal so zu den Kämpfen. Was sagst du denn so zu den Kämpfen? Sind die denn so ausgegangen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, bis auf einen Kampf, von dem ich ein bisschen enttäuscht war, aber ich weiß auch jetzt, warum er nicht so gut lief, nämlich bei Ibo Meier, das war sehr traurig. Der Kampf ging für mich eher unentschieden aus. Und der soll auch einen Rückkampf bekommen, die Kalaschnikow. War das echt wirklich sehr toll. Vor allem der Hauptkampf hat mich begeistert mit Ali. War megamäßig. Beim Pier Giulio war das eher technisches Kämpfle, ne, muss ich sagen. Er hat ja super offensiv-defensiv Arbeit geleistet. Das heißt, es war keine Schlägerei, sondern ein sehr technischer boxender Kampf. Und bei Sarah haben wir natürlich wie immer, Sarah ist ja brutal. Also Sarah zeigt einfach ihre Klasse in der Weltspitze. Ich denke mal, sie wird jetzt die Nummer 1 Pound for Pound auch in Europa sein. Sie hat es mit Sicherheit in die Top 20 der kompletten Weltspitze Pound for Pound geschafft. Und hat es echt Anrechte, auch die anderen Gürtel noch wieder zu holen. Das ist definitiv. Und es heißt ja auch immer, nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Wie geht's denn jetzt weiter? Hast du denn jetzt schon die nächste Organisation, das nächste Event so in Planung? Oder sagst du jetzt erstmal Pause und Urlaub und dann mal gucken? Wir haben einmal im Jahr immer ein Karlsruhe-Event im Weihnachtszirkus. Das ist jedes Jahr und der steht fest. 14. Dezember. Können wir uns schon mal merken. Ja, könnt ihr euch merken, weil ihr kennt den Event, das ist mega, auch wieder sehr, super. Sehr... wieder auch in dem Zelt. Ja, sehr natürlich. Cool. Immer Weihnachtszirkus, immer der Weihnachtszirkus. Das ist bekannt und da ist es immer voll. Es ist immer ausverkauft, da geht keine Maus mehr Ding. Die Loge ist ausverkauft, das ist halt Kult. Ja. Und im Herbst werden wir noch ein Event machen. Wo? Ich habe ja gesagt, weiß ich noch nicht. Eventuell in Nordrhein-Westfalen, weil Gauselmann hat uns jetzt Sponsorship zugesagt für den Event. Wir planen das jetzt mal und schauen mal, wer da boxen kann und welche Sportler wir aus Nordrhein-Westfalen hier reinfördern. Aber jetzt mache ich erstmal Pause. Das hast du dir auf jeden Fall auch echt verdient. Ja. Und wie gesagt, es war wirklich ein Mega-Event. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich für die Fragen. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine gute Heimfahrt und gute Erholung. Ja, Andi und ihr seid wirklich klasse. Also jetzt war es halt wirklich toll. Danke vielmals an Noack. Sehr gerne. So.